Seid gegrüßt, liebe Freunde, zu einem weiteren Unboxing und einer Ankündigung, dass ich ja wieder da bin. Ich bin aus dem Urlaub zurück, aber wie es mir genau da ging und so alles, werde ich mal in einem Let's Play erwähnen. Denn da möchte ich mich jetzt nicht weiter aufhalten. Ich habe zwar noch Urlaub, aber den verbringe ich schön jetzt gesund, gemütlich zu Hause. Da kann ich auch gemütlich auch Videos machen und sonstiges. Also ohne Stress, bin halt gut erholt, aber naja, wie man so schön sagt, der Urlaub ist immer viel zu kurz. Ja, aber ich hatte ja ein Paket während meinem Urlaub bekommen. Beziehungsweise muss ich ja jetzt bei der Post abholen. Kann ihr euch, oder seht ihr sowieso, der gute Galvatrons werde ich sowieso verlinken, der ihn noch nicht kennt. Der hat das ja schon angeboxt und der hat mir schon vergewissert, ja, als Fan wirst du das lieben. Ja, schöne große Box. Die Box habe ich natürlich auch in die größere Variante besorgt. Erstmal aufreißen, was jetzt schief ging. Er sagte, die ist gut. Hallo, hieß das nicht frustfreie Verpackung? Ich bin jetzt schon gefrustet. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt schon. Ich habe natürlich die Kritiken gelesen. Kritiken waren ja echt, boah. Ja, es hieß wohl, ich sag's einfach. Auf, ich packe jetzt aus und da ist es. Muss ich eben da reinkicken. Da ist es. Das ist Dragon Ball Z, die Blu-ray Disc. Ja, Limited Collectors Edition, Extended Cuts, also da ist wohl alles. Und endlich mal Dragon Ball Z auf Deutsch. Ja, seit lange, 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 seit Dragon Ball GT gab es ja eigentlich nichts mehr. Ja, jetzt ist das hier auf Deutsch da. Ich freue mich tierisch, ich packe jetzt eben so aus. Ja, und kommen wir direkt zu den Kritiken, kann ich ja direkt erzählen. Die Kritiken waren jetzt ein bisschen schlecht. Also nicht so wirklich ganz gut, weil man hat sich beschwert, ja, da sind jetzt nicht die Originalstimmen. Ich hatte jetzt noch gelesen vor einigen Monaten, die haben wohl so gut wie alle bekommen, also wohl die Hauptcharaktere, so wie Son Goku mit Tommy Morgenstern, Vegeta, Tenshinhan, Krillin. Die Kämpfer hätten man wohl, aber ich glaube Trunks und Son Goten sind anders. Aber mal ganz ehrlich, als Trunks und Son Goten angefangen haben, wann war das denn? 2004, 2005? Keine Ahnung. Weiß nicht, sogar 2003, als die da angefangen haben, die Synchronsprecher. Ey, Leute, das sind 10 Jahre dazwischen, die sind auch älter geworden, ne? Nur mal so am Rande. Und Dragon Ball Kai gibt's ja jetzt wohl auch bald auf Deutsch, aber da sind die Synchronsprecher wohl alle ausgetauscht. Und da muss man auch sagen, ey, ich meine, klar, als Fan tut mir das ja auch weh, dass ich nicht die Originalsprecher habe, aber die haben auch alle andere Termine, Rollen. Ich glaube, da haben sie einfach keinen Bock drauf oder passt einfach nicht mehr von der Zeit. Da müssen wir uns halt damit abfinden. Ja, zwar schade, was willst du machen? Ja, auf jeden Fall, das ist Kampf der Götter. Die japanische Version habe ich mir mal angeguckt, aus Neugier. Ja, was soll ich sagen? Ich freue mich. So, was steht jetzt da hinten? Jetzt muss ich mal gucken, ob wir das lesen können. Nachdem unsere tapferen Z-Krieger den gefährlichen Widersacher der Erde, den Dämon Buu, vernichten konnten, war es schon eine neue Herausforderung auf Son Goku und seine Freunde. Denn Beerus, der Gott der Zerstörung, ist aus langem Schlaf erwacht und begierig, die Saiyajin-Krieger herauszufordern, der Freezer ausgeschaltet haben soll. Son Gokus anfängliche Freude über einen so starken Gegner ist bald getrübt, denn die gewaltige Macht Beerus scheint unbezwingbar. Wird es den Z-Kriegern erneut gelingen, ihre Planeten und das Universum zu retten? Ja, was haben wir noch hier? Extended Cut, 20 Minuten länger, japanischer Original, Trailer und TV-Spots, Booklet, 24 Seiten und so, Postkarten-Set. Finde ich richtig cool. Ja, die Geschichte, wie gesagt, ich kenne sie aus dem Original Japan und war richtig nice. Und vor allem finde ich den Cover so richtig cool. Ja, Son Goku mit seinem Kampfanzug, Son Gohan, Vegeta sind die, ne, die Saiyajin-Burschen, Piccolo. Ich glaube, das sind eigentlich auch die stärksten. Also Dämon Buu fehlt eigentlich da auch, weil Dämon Buu müsste eigentlich dann noch richtig gut mithalten können, der Dicke. Und er spielte halt, wie erwähnt, nach Buu. Ob Dragon Ball GT jetzt irgendwie doch in die Serie reinpasst, glaube ich nicht mehr. Ich glaube, GT war ja zwar von Drehbuch her, von dem Akira Toriyama, glaube ich, Drehbuch her, aber halt nicht alles. Und dann hat man einfach ohne ihn weitergemacht. Oder ohne, ja, und ja, so ist das jetzt. Ja, gucken wir mal rein. Aber, ne, Kenner haben das ja bestimmt schon alle gesehen. Ich bin sowieso spät dran, aber ist mir egal. Das sieht ja schon nice aus. Ja, holen wir mal eben raus. So, Moment, bevor wir da weitermachen, finde ich, muss ich erstmal hier gucken. Ja, das sind Szenen aus dem Film. Schön, finde ich nice.
Bei Son Gokus Kampfanzug, den jetzigen, den hat er, glaube ich, doch angehabt, als er zum Planet Namek geflogen ist. Warum weiß der Kuckuck? Ja, die Postkarten-Booklet gucke ich mir jetzt gleich an. Erstmal kommen wir zur Blu-ray-Disc. Finde ich richtig nice, richtig schön Cover. Ja, hier wieder die ganzen Bilder und dann halt die Story. Zwei Discs, okay. Finde ich nice. Richtig gut. Muss ich gucken, jetzt kann ich das nicht lesen so unbedingt. Welche jetzt der Film ist oder keine Ahnung. Finde ich aber cool. Eine auf jeden Fall Bonus-Disc, der andere Film. So, dann kommen wir mal hier zu einem Special-Booklet. Als ich das gesehen habe, für das wenig Geld, habe ich gesagt, komm, schnapp sie zu, nimmst sie, Dragon Ball Z, damit bist du groß geworden. Ja, sieht doch alles gut aus. Ja, sieht doch eigentlich gut, bildermäßig. Coole Zeichnung von Vegeta. Finde ich nice. Bin mal gespannt, wie der deutsche Synchronsprecher halt gut das Lied singen musste. Da kommt ein besonderes Lied vor. Ja, hier sind die ganzen Charaktere. Wie gesagt, den Film kenne ich ja so an sich, aber ich werde da jetzt nichts verraten. Hier haben wir den Vegeta, Trunks. Achso, und dann noch die Japano-Stimmen. Tenshin Han. Bei Tenshin Han, die es noch nicht wissen, der Original-Japaner-Sprecher ist ja tot. Deswegen hat ja in der letzten Dragon Ball Z-Kapitel gegen Buu kaum was zu sagen gehabt. Weil so als Ehre und sonstiges. Yamut Noroshi, Mr. Satan, Pilaf. Ach, Meister Kaio. Kaioshin der 15. Generation, das ist ja super. Dann haben wir dann noch da. Son Gohan, Piccolo, Krillin, Chaozu, Oolong, Buu. Ja, da ist der Schuh. Kaioshin des Ostens. Ach, das sind ja Shenlong, ne? Ist ja klar. So, da ist Son Goten, Bulma, C18, Chichi. Chichi wird eigentlich auch nie so wirklich älter. Dende, der gute Gott. Ach, da sind ja echt coole Charaktere dabei. So, schauen wir mal hier weiter. Ja, nette Bilderchen. Also alles wirklich so zum Film. Ja, der Let's Dance von Vegeta. Das ist so nice. Ich fand das so nice. Ja, Son Goku in seiner Gott-Saiyajin-Form. Jetzt weiß ich nicht, ist der Gott-Saiyajin jetzt eigentlich dann stärker als der Vierfache? Oder sogar stärker als der Legendäre. Also gibt es ja den legendären Saiyajin Supermodus. Da soll ja wohl eigentlich der allerstärkste von allen sein. Also den Broly erreicht hat. Aber ich komme da jetzt auch nicht mehr hinterher, wie das so alles ist. Keine Ahnung. So, was haben wir hier noch? Ach, wer mit wem? Und hast du nicht gesehen? Und irgendwie die Verbindung? Ja. So, und dann haben wir hier noch. Was haben wir denn hier? Dragon Ball Filmografie. Ja, stimmt, die ganzen Dragon Ball Filme. Hm? Ja, stimmt. Nice. Da freue ich mich drauf. Ja, das werde ich mir natürlich gleich angucken. Einen Film, ne, so als Fan. Nee. So, die Post, diese Karten, das sind eigentlich, glaube ich, die Cover von den Filmen, ne? Ja, sicher. Hier, Dragon Ball. Dann das mit Tau Bai Bai, Arale kommt auch noch vor. Das lief, glaube ich, mal. Irgendein Film lief mal auf RTL 2. Irgendein Dragon Ball Film. Da hast du auch gehört, das sind natürlich nicht die Originalsprecher von früher, die bei Dragon Ball mitgemacht haben. Ja, hier. Ach, ja. Ach, Metalis. Ja, das wird doch lustig. Ja, die Filme muss ich mir auch echt mal besorgen. Also, einer meiner absolut Lieblingsfilme ist wirklich das mit Broly. Fand ich nicht schlecht. Der hier auch. Ich glaube, der hieß Super Saiyajin Son Gohan. Fand ich wirklich nice. Ja, Bio-Broly-Kämpfer. Ja, der damals im Kino lief. Die Filme habe ich auch damals geguckt. So, das ist, glaube ich, ja, der Dragon Ball-Film nochmal neu gemacht. Glaube ich, den gibt es noch nicht hier in Deutschland. Ja, und dann kommt hier Dragon Ball Z, der jetzige. Ja, ist ja nice. Freue mich tierisch drauf. Und ich meine, das Paket macht auch was her. Kommt natürlich als Sammlerbox wieder zurück alles. Ja, ich... So, muss eben was aufheben. Ich kann jetzt jeden Fan das ans Herz legen. Es macht wirklich Spaß. Müssen wir wieder haben. Und ich glaube, bei uns fängt Dragon Ball halt wieder so schön an wie früher. Kann wirklich was werden. Kann, ne? Und die neue Serie läuft jetzt, Dragon Ball Z Super oder wie das heißt. Hoffentlich kriegen wir die irgendwann auf Deutsch mit den Synchronsprechern, die wir jetzt kennen oder die wir lieben gelernt haben. Das wäre natürlich fett nice.
Aber warten wir einfach ab. So, dann würde ich sagen, liebe Freunde, für weitere Informationen ab auf die Endcard. Ist nämlich scheißen wichtig. Und dann, ja, sehen wir uns demnächst in einem weiteren Unboxing oder Collection-Sammlung. Denn ich habe wieder was bekommen gehabt, aber das zeige ich mal alles in Ruhe. Und jetzt ab auf die Endcard und dranbleiben. So, das ist hier die Endcard von dem Dragon Ball Z Kampf der Götter Unboxing. Wenn euch Unboxings gefallen und das auch bei mir, dann gerne ein Däumchen nach oben oder ein Abo hinterlassen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten, wenn ihr es haben wollt, klickt mal in der Videobeschreibung, da ist ein Amazon-Link. Auch die Blu-ray-Fassung, die Normal-DVD-Fassung könnt ihr euch alles anklicken, bestellen. Das ist natürlich super nice, also gerade für Fans. Wer aber Bock auf weitere Unboxings hat und denkt, meine Fresse, was gibt's noch für Sachen, der guckt mal gern bei Mr. Venom 1974 vorbei. Der hat wirklich Retro-Sachen, aber auch neue Sachen als Unboxing-Variante und das ist richtig fett nice, was der hat. Ist unglaublich. Genauso unglaublich ist eigentlich der Unbox-König und Sammelkönig, nämlich Galvatrons. Also der hat das jetzt auch präsentiert, super geiles Video und allgemein macht er super starke Videos, gibt Tipps. Sagt, was gut ist, welche Serien, Anime-Serien gut sind. Gerade für Anime-Fans kann ich echt empfehlen und für Videospiel-Fans sowieso von neue Konsolen, alte Konsolen, was der hat, das ist super. Er bringt auch einmal monatlich mal so was er alles gekauft hat oder was er empfiehlt. Echt nice. Kann ich nur empfehlen, abonniert die beide, gebt den nach oben Däumchen und teilt die Videos, also deren Videos, teilt auch meine Videos. So. Jetzt habe ich Schnauze voll, bin ja noch im Urlaub und ich bin weg. Tschüss.